Herzlich willkommen zu Autospielen und einer neuen Folge von Zeig den Hobel. Heute mit Philipp. Hallo Philipp. Hallo David. Schön, dass du da bist. So, bevor ich dich jetzt frage, was du uns für ein schönes Auto mitgebracht hast, muss ich eine Sache loswerden. Erstens, wenn ihr sowas auch mit uns drehen wollt, schreibt uns per Instagram oder per Facebook und mit ein bisschen Glück drehen wir sowas dann auch mit euch. Und zweitens, wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns jetzt bei Steady unterstützen. Wir bauen euch den Link mal in die Beschreibung. Wenn ihr mal auf die Seite geht und euch mal ein bisschen umguckt, sind wir euch super dankbar. Und wenn nicht, kein Problem, wir haben euch genauso lieb wie vorher. So, und jetzt frage ich dich, was hast du uns für ein wunderschönes Auto mitgebracht? Also es handelt sich um ein Z4 Coupé, ja. Baureihe E86, 3.0 Liter SI. Mhm. Gab es in zwei Varianten damals, als 3.0 SI und einmal als M. Ja. Baujahr 2006 in dem Fall, Ende 2006, einer der ersten, würde ich sagen. Mhm. Laufleistung um die 200.000 Kilometer oder ja, 190.000 momentan. Knapp drunter. Genau. Ja. Wir quatschen einmal durch, was du von außen so dran verändert hast. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal vorne an. Ich habe gerade kurz gedacht, das ist eine M-Technik. Stoßstange. Ist es aber gar nicht, hast du gesagt. Genau. Also es handelt sich hier um eine BMW Aerodynamikfront. Mhm. Gab es original bei BMW so im Zubehör. Gab es, weil die irgendwann Ende letztes Jahr eingestellt wurden, inzwischen für teures Geld gehandelt werden. Okay. War in meinem Fall schon dran, beziehungsweise beim Vorbesitzer, der in der Familie war, habe ich die dran gebaut. Hat sich ja, als praktisch erwiesen, da die Bremsenkühlung hier sauber integriert werden kann. Ja genau, ich sehe es nämlich schon. Sieht sehr gut aus. Ein Carbon-Trichter. Jawohl. Wo kommen die her? Aus der Nähe vom Nürburgring, sag ich mal. Okay. Habe ich online gefunden, per Zufall mehr oder weniger im Z-Roadster Forum. Ich habe dann den Hersteller ausfindig gemacht, habe den kontaktiert und der hat die nochmal nachproduziert. Ah, sprich, der hat die Form noch. Ich gehe davon aus, dass es auch für andere Interessenten noch machen würde. Okay, alles klar. Da muss man mal nachgucken, wer das genau ist. Dann können wir das in die Beschreibung mit reinschreiben. Genau, macht man gern so. Falls ihr die auch haben wollt. So, und hier drunter sehe ich eine Gummilippe. Genau, Garagentordichtung bzw. EZ-Lip. Ja, okay. Dient einfach nur der Optik, um ein bisschen den Flügel hinten zu kompensieren. Ja. Flexibel genug, um dann auch mal, wenn er irgendwo aufsetzt oder so, das zu kompensieren. Ja, genau, schwarze Nieren noch, so ein bisschen Optikspielereien schon vom Vorbesitzer. Ja, hier so die BMW-Logos, genau, alle schwarz gemacht. Ansonsten von vorne, ja, bis auf ein paar Steinschläge, die unweigerlich so dazukommen, wenn man. Ja, die gehören dazu. Genau. Wenn man ab und zu auch mal flott bewegt. Ja. So, Radreifen, was sehen wir da? Eine OZ, OC, ich sag mal OC, aber ich glaube, richtigerweise wäre es OZ-Felge. Was ist es denn für eine? Also es handelt sich um eine, bei mir OZ, ja. Allegher Ritter HLT, ja. Format 8,5 x 18 Zoll. Schön leicht, ich glaube um die 8,5 Kilogramm, ich hatte es immer auf der Waage. Mhm. 8,5, vielleicht waren es auch 8,7. Das ist echt nicht viel, ne? Für die Maße. Genau, für die Dimension wirklich in Ordnung. Es gibt relativ wenig Felgen mit passender Einpresstiefe und so weiter fürs Z4 Coupé. Passen zwar die gängigen, viele fahren auch 17 Zoll. Ich wollte, weil die Felge sowieso optisch recht klein wirkt, wollte ich eigentlich wieder auf 18 Zoll. Und ja, funktioniert gut, der Reifen kann arbeiten, deswegen auch ein 235er statt Serie 225. Habe mich aber ringsrum für den gleichen bzw. für das gleiche Rad entschieden, nicht nur gleichen Reifen. Reifen in dem Fall Federal 595 RS Pro. Gab es ja als Vorgänger RSR. Ja. Wird jetzt so langsam abgelöst. Erst mit mehr Fokus auf Rennstrecke, würde ich sagen. Ja. Also, was man so hört, soll er nur der Nachfolger sein. Er hat aber tatsächlich neu weniger Profil. Leider. Ich hätte gerne auch mehr. Funktioniert aber wahnsinnig gut. Okay, einmal auf Temperatur gebracht. Hält er mehr aus wie der RSR, hat auch zumindest bei mir bisher keine Probleme gehabt und ist jetzt der zweite Satz schon keine Probleme gehabt mit irgendwelchen Querrissen oder so. Performance-technisch, ich hatte zwischendrin noch einen Nankang AR1 drauf, der war nicht besser. Okay. Und da ist der einfach, da er deutlich langlebiger ist, für mich die bessere Preis-Leistung. Auf dem Auto funktioniert er auch mit meinen Spur- und Sturzwerten wahnsinnig gut. Okay. Gut. Bremsanlage sieht man dahinter noch. Genau, Compoundscheibe. BMW Compoundscheibe. Z4 hat Serie die gleiche Anlage wie ein 330i E46. 325 mm, nichts dran geändert. Beläge sind Parkit RSL 29. Wie gesagt, mit aktiver Kühlung, also aus der Front mit dem Wellschlauch dann und hinten Carbon-Ankerbleche von Alpha Composites oder Carbon Production hat er es jetzt, glaube ich, genannt. Okay. Silvano, guter Bekannter von mir, kann ich nur weiterempfehlen. Hat es für viele Modelle im Programm. Ja. Sattelserie, ne? Sattelserie, genau. Vorne wie hinten. Vorne wie hinten. Genau. Einkolben, Schwimmsattel, Faustsattel, wie auch immer. Ja.
ja, Hinterachse ist eine Brembo-Scheibe, also sprich einfach irgendein Zubehörmaterial, keine hochgekohlte oder spezielle Scheibe. Ja. Was als allererstes natürlich auffällt, ist hier die Pommes-Theke aus Carbon. Unweigerlich, ja. APR Performance, Typ 200, GTC 200 meine ich. Heißt, der kommt aus den Staaten, für einen Teil, was aus Carbon, aus dem Aftermarket ist, wahnsinnig gut verarbeitet. Ja, sieht gut komplett aus. Einstellbar. Was für mich ein riesen Vorteil war. Mhm. Ich wusste noch nicht, als ich es dran gebaut habe, brauche ich überhaupt einen Flügel? Und wenn ja, wie viel Anpressdruck soll er generieren? Zu diesem hier gibt es komplette PDF-Modelle, wo die wirklich alles quasi überprüft haben. Welche Geschwindigkeit, welcher Anstellwinkel, bei welcher Karosserieform, welche Downforce produziert er, wie viel Drag, also der ist also der Luftwiderstand quasi, wird generiert. Ich habe ihn draufgebaut, habe ihn einmal eingestellt, kann nicht sagen, was passiert, wenn man ihn umstellt. Funktioniert. Genau, du merkst den Effekt auf jeden Fall, ne? Ja, also gerade die schnellen Stellen, wenn man hier jetzt, wir sind in der Eifel, Nordschleife fährt, ja, Schwedenkreuz und so, einfach die Stabilität, die ins Auto kommt durch dieses Teil, wahnsinnig, ja. Ja, weniger schwitzige Finger durch deutlich weniger schwitzige Finger. Aber sieht cool aus, sieht gut, ist schön gemacht hier, vor allen Dingen auch mit diesen Aufnahmen in Carbon und so. Genau. Ist cool, ist nicht einfach so in die in den Deckel reingebohrt. Genau, ne? Ja. Gut, weiter unten, also sonst Heckserie. Ja. Weiter unten sieht man hier noch ein Bauteil, auch aus Carbon, weniger Funktion, eigentlich mehr Form, Formeffekt, sieht einfach gut aus. Gab es original von BMW damals, BMW Performance-Teil, hier allerdings als Nachbau, als Originalteil nicht zu bezahlen und an einem Track-Tool viel zu schade. Wenn man mal einen bekommt, dann ist man in Größenordnung 2000 Euro, nur für dieses Carbon-Teil. Und es hat, denke ich, zumindest keinen Effekt, auch wenn es hier ein Stück runter geht und zwei so Finnen hat. Ja. Abgasanlage sieht man noch, das ist eine Bassstock in dem Fall, war schon drauf vom Vorbesitzer. Klanglich in Ordnung, ja, es dürfte mehr rauskommen, sage ich immer. Also außen relativ zahm. Der Klang schön ist, ist doch schon mal gut. Aber so ist es. Sehr, sehr gut aus von hinten, muss ich wirklich sagen. Ja. Generell ein sehr, sehr schönes Auto. Ich finde auch. Also an dem Flügel scheiden sich natürlich die Geister. Ja, ich finde aber irgendwie passt es. Es ist so ein bisschen so. Also meine Frau hat gesagt, bis jetzt war es ein schönes Auto, als er drauf kam. Habe ich es versaut. Ja gut, das ist aber eine Geschmacksfrage, aber irgendwie finde ich, hat das was. Das ist so, ein bisschen japanisch, ein bisschen so GT-Ding. Ja. So. Das finde ich schon irgendwie cool, muss ich sagen. Doch. Vor allen Dingen, weil man das auch nicht so oft sieht. Ne? So als mir bereitet es Freude. Ja, und das ist das Wichtigste. Ne? Da ist völlig egal, was andere Leute denken, wenn es dir gefällt. Ja. Richtig. So. Mach doch mal einmal den Deckel für uns auf. Gerne, dann gucken wir uns einmal die Maschine an. Jawohl. So, da ist er, der gute rein Sechszylinder. N52B30. Richtig, genau. Ein sehr, sehr spannender Motor, wie ich finde. Ziemlich innovativ, für damals auf jeden Fall. Ne? Richtig. Das ist zum Beispiel eine Schaltsaugrohranlage, ein Motorblock aus Magnesium-Aluminium-Legierung. Doppelvanos? Richtig, Doppelvanos. Anfällige Doppelvanos, deswegen schon getauschte Magnetventile. Das heißt anfällig in den ersten Baujahren, also viele halten Abstand von den silbernen Motorabdeckungen, die gab es später in Schwarz, ab etwa Mitte 2007, ich glaube mit Modelljahr 2008 oder irgendwann dazwischen. Die ersten hatten wohl ab und an Probleme mit den Hydros. Mhm. Also die Hydros haben Probleme gemacht und dass die Manus-Magnetventile irgendwann nicht mehr richtig arbeiten können, weil sie sich einfach zusetzen, haben sie eigentlich alle. Wobei man hier Abhilfe schaffen kann, zwei neue Magnetventile kosten nicht die Welt. Und dieses Vanos, dieses Hydro-Klappern hat er gar nicht. Also hatte ich Glück und ja, das Auto hat jetzt schon 193.000 Kilometer gelaufen. Ich gehe davon aus, daran wird sich jetzt auch nichts ändern. 265 PS, 315 Newtonmeter. Ja, 315. Aber sehr früh schon das Drehmoment, ne? Weil 2700 noch was Umdrehung, glaube ich, liegt das schon an. Ne? Auch, das ist natürlich auch ein Stück weit diesem Schaltsaugrohr geschuldet. Genau. Resonanzaufladung ist da das Stichwort. Können wir vielleicht nochmal irgendwann ein Video zu machen. Und Valvetronic. Genau. Das heißt, auch der Ventilhub ist voll variabel einstellbar praktisch durchs Motormanagement. Genau. Ne? Ja. Dadurch wird technisch gesehen zumindest tatsächlich die Drosselklappe unnötig, weil die Luftmenge dann über den Ventilhub gesteuert wird. Das hat natürlich Vorteile, zum Beispiel werden halt Strömungsverluste geringer und das ganze Ding wird effizienter und abgasfreundlicher und ein besseres Ansprechverhalten springt auch noch raus. Also ein richtig, richtig schöner Motor. Ne? So, jetzt sagen wir noch mal ganz kurz, ich sehe Uniball-Domlager. Genau, aufs Fahrwerk sind wir noch gar nicht eingegangen. Genau. Ich habe mich, weil der Umbau zu Beginn noch nicht so
weil radikal geplant war, habe ich mich dafür entschieden, STXTA zu verbauen. Das sind quasi KW-Variante 2 Dämpfer, Zugstufenverstellung oben mit drauf hier und Uniball-Domlager, also Sturzdomlager mit Sturzverstellung eben. Hier fahre ich etwa 2,5 Grad Sturz an der Vorderachse, vielleicht für die, die öfters mal ihr Auto sportlich bewegen, und etwa 2 Grad an der Hinterachse. Funktioniert für mich wahnsinnig gutes Setup. Ein anderer Fahrer sagt vielleicht, das ist noch was für eine Hausfrau, noch mehr Sturz oder wie auch immer. Für mich war es wichtig, dass es ganz gut funktioniert und da immer die Anfahrt auf eigener Achse bewältigt, sollte es auch noch halbwegs fahrbar im Alltag sein. Also ohne, dass ich jetzt einen enormen Reifenverschleiß habe. Ja, da muss man sich auch immer, genau, die Balance finden und auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen finden, wie man sich selber wohlfühlt. Ne? Genau. Wenn du dich unwohl in der Karre fühlst, dann nützen die besten Teile nichts. So ist es, ja. Cool, dann lass uns doch mal den Deckel zumachen, dann gucken wir noch mal einmal rein. Von innen ist er ja auch nicht mehr ganz Standard. Richtig. Also was man als erstes sieht, sind die Sitze. Recaro Pole Position, bekannter Sitz, gängiger Sitz, einfacher, weil es einfach ist, den eingetragen zu bekommen. In Verbindung mit OMP-Gurten, 4-Punkt Bleiekonsolen. Bleiekonsolen ganz bewusst gewählt und auch flache Laufschienen. Zum einen, um den Sitz, die Sitzposition möglichst tief zu halten und aber auch weit innen. Z4 hat dieses Problem, wie bekannt bei diesen Modellen aus der Baureihe, dass das Lenkrad schief im Innenraum sitzt und auch nach rechts versetzt. Ja, wenn man jetzt gerade leer räumt, fällt es noch mehr auf. Und deswegen habe ich einfach gesagt, okay, rüber damit. Doorboards, Selbstbau, Carbonplatte genommen quasi, schön ausgeschnippelt, könnte mal noch einen Kantenschutz dran, aber verletzt sich auch so keiner dran. Genau. Bordelektronik ist komplett rausgefallen, der Kabelsatz ist soweit auch gestrippt für alles das, was man nicht mehr benötigt, um Gewicht zu sparen, und aber auch dieser Kabelsalat, der bei so diesen Baureihen verwendet wurde, ja, ist immens. Also da irgendwie durch jeden Fußraum gehen an verschiedensten Stellen irgendwelche Kabel, wo man nicht genau weiß, wofür die sind. Jetzt ist es aufgeräumt, noch einmal auslackiert, selbst mit dem Pinsel bzw. mit der Rolle gemacht. Habe ich bei mir auch so gemacht. Ja, die Hauruck-Methode. Ja. Ergebnis ist, finde ich, ganz gut geworden. Ja, genau. Auch. Sieht auch so ähnlich aus wie bei mir, ja. Genau. Shifter hat noch einen Einzug gehalten, und zwar in der in dem Moment habe ich mich für ein IAP V3 Pro entschieden. Pro einfach aufgrund der Optik. Mir gefällt es gut, wie hier die Rückwärtsgangentriegelung gelöst ist mit dem Knopf oben auf dem Schaltknopf. Da gefällt mir die Lösung von CAE oder auch von den anderen Anbietern oft nicht so gut mit diesem Ziehteil. Ja. Erinnert mich immer zu arg an unsere alten Autos. Meine Eltern, die hatten früher Opel und der hatte auch immer dieses hier. Gut, okay. Aber war einfach so ein persönliches Ding. Hat mir gut gefallen. Doch, Geschmacksfrage einfach. Ja. Hier hinten sieht man jetzt noch Wichers Überrollbügel. Ja. Vielleicht die Leute, die dieses Auto besser kennen, denen fällt was auf, wenn wir mal hier hinten rumgehen zum Kofferraum. Und zwar hat der Z4 im Normalfall hier hinten noch eine Schottwand. Genau, die ist rausgetrennt, ne? Genau, die ist dem Roadster geschuldet. Sieht man ganz gern mal bei so Track-Tool-Umbauten, sage ich mal. Es ist auch in der Ansicht von meinem TÜV-Prüfer unnötiger Ballast. Man hat wirklich, also auch wenn die Schottwand sehr massiv aussieht, die ist etwa so hoch, kommt aus dem Roadster, beherbergt normalerweise die Mittel- und Tieftöner und noch sämtliche Steuergeräte von der Navigation, das TCU, also dieses Telekommunikationseinheit oder wie es heißt. Ja, hatte hier keinen Wert mehr, war sowieso alles raus. Und hat verhindert, dass ich hier vernünftig mit Gurten arbeiten konnte und so weiter. Zudem sah es einfach sperrig aus. Ja, genau. Wenn es keine Funktion mehr hat, habe ich gesagt, dann muss es raus. Weil die Kabel sind auch alle raus, weil sie keine Funktion mehr haben. Ja. Alles, was keine Miete hat, raus. Hinterachse ist starr verschraubt, Aluminiumlager direkt auf Karosse. Okay. Er hat weniger das Problem mit dem Ausreißen der Hinterachse. Zumindest ist beim Z4 nicht bekannt oder wäre mir nicht bekannt. Das Gute ist aber einfach, dass man dieses ganze Spiel verliert, was die Hinterachse sonst mit sich bringt und das Fahrzeug sich jetzt wahnsinnig präzise steuern lässt. Funktioniert, ja. Ja, cool, alles klar. Funktioniert ist das Stichwort. Ich mache mal den großen Deckel hier zu. Kann man gut anfassen auf jeden Fall. ja, und dann würde ich sagen, lass mal einsteigen und gucken, wie das ganze Geraffel so fährt. Ne? Gern. So, Philipp, wir sind angekommen in deinem Z4 Coupé und ich sitze in einem sehr, sehr schönen Sitz, Recaro Pole Position, der Klassiker. Und ich sitze auf einem sehr klassischen Muster, wie ich finde. Erinnert mich ein bisschen an die Sitze von einem E36 M3. Genau, also als ich die Sitze bestellt habe,
war das auch so ein bisschen das Vorbild, sage ich mal. Es gibt ja noch eine günstigere Variante, die mit dem Perlon-Velour, ist mir aber zu empfindlich mit dem Ein-Aussteigen. Ja. Und die Kunstleder-Variante, ich schwitze einfach ganz gern beim Fahren und ja, es wird halt auch doch warm. Ja. Gerade hier, wenn man alles leer hat, ist der Fußraum immer sehr warm und dann nachher ja, rutscht man dann so ein bisschen hin und her in dem Sitz. Der ist wirklich schön vom Material her und dieses schön, gestickte Logo oben gefällt mir auch deutlich besser, eben, wie das aufgedruckte. Genau, ja. Ich finde es auch sehr schön, fühlt sich schön an. Bei den anderen habe ich manchmal so ein Gefühl. Ja, richtig. Aber ne, das eine will man, das andere muss man. Aber das finde ich hier wirklich richtig cool. So, ich lasse ihn an. Schön auch noch, geht ohne Kupplung bei dem. Sehr gut, ne? Ja. Ja, das ist sehr gut. Wer deine Videos verfolgt, weiß, dass du das magst. Ja, ich habe das früher jedes Mal gesagt. Ich habe es mittlerweile ein bisschen abgewöhnt, aber ja. Naja, ja, das freut mich aber auch immer, wenn das noch geht. Fühlt sich richtig an. Bei modernen Autos traut der Hersteller das dem Fahrer einfach nicht mehr zu. Ja, ich weiß aber auch nicht, was die Leute denken, dass die Leute alle zu doof sind, um einen Gang draußen zu haben, oder? Keine Ahnung. Ja. Egal. Safety first, ne? Wenn das so ist, dann ist das halt ja. So. So, wir hoffen mal, dass wir nicht in das Fahrradrennen kommen, das hier gerade offensichtlich irgendwo stattfindet. Das wussten wir vorher nicht, dann hätten wir das anders getimt, aber jetzt ist es so und jetzt machen wir das Beste draus. Und bei so einem schönen Auto, bin ich guter Dinge, dass uns das gelingt. Sollte klappen, hoffe ich auch. Ich bin sehr gespannt auf das Lenkgetriebe, denn das ist ja... Boah, wie heißt es? Ich glaube Servolectric, wenn ich mich nicht täusche. Wenn doch, müsst ihr mir das sagen. Servolectric müsste es sein. Das ist, glaube ich, ein rein elektrisches, was heißt glaube ich, so, das ist mein Kenntnisstand, ein rein elektrisches Servogetriebe. Also, das kann ich bestätigen. Es gibt keinen Servoölbehälter, es gibt kein Servoöl. Ja. Alles komplett trocken, was natürlich auch dazu führt, dass die nicht suppen, die Lenkgetriebe in dem Fall. Zumindest, also eventuell kann mich auch jemand korrigieren, falls ich einfach nur zu dumm war, das zu sehen, aber ja. Nee, ich glaube nicht, das ist nämlich auch mein Kenntnisstand. Ja. Aber das war ja auch immer, also nicht, dass sie nicht suppen, aber dass sie rein elektrisch sind, das war ja auch immer so ein bisschen Kritikpunkt, oder ist es ja immer noch, bei den Nicht-MZ4s. Die Lenkung galt ja immer ein bisschen als gefühllos und ein bisschen taub. So, ne? Richtig. Deswegen bin ich auch gespannt, wie sich das gleich anfühlt. Ich bin nämlich mal auch... Vielleicht habt ihr es erkannt, wahrscheinlich aber nicht. In unserem allerersten Video das Z4 MQB von einem Freund gefahren. Ein wahnsinnig schönes Auto auch. Und mit der hydraulischer. Hatte halt, genau. Die hatten die hydraulische Servolenkung und das war echt ein tolles Lenkgefühl. Und vorher bin ich mal, das gab es aber nicht auf Video, ein Z4 3 Liter Cabrio gefahren. Und das hatte halt genau dieses gleiche Lenkgetriebe und da fand ich die Lenkung wirklich nicht so gut. Ja. Deswegen. Es gab auch noch so eine zusätzliche Problematik. Mit so einer sogenannten Klebelenkung. Das hatten allerdings von mehr die Roadster. Ja. Das Coupé kam ja später in der Baureihe dazu, also gegen Ende quasi. Und diese Klebelenkung führte wohl dazu, dass es nicht gescheit geradeaus lief, das Fahrzeug, weil er wollte immer entweder nach links oder nach rechts. Okay. Also so genau im Detail kenne ich mich nicht damit aus, weil zum Glück auch diese Autos hier verschont davon blieben. Okay, alles klar. Aber das Problem gab es wohl mal. Rechts ist frei. Links nicht. Dann warten wir nochmal den Cayenne hier ab. So ist das manchmal. Wenn du gleich mal ein bisschen zügiger fährst, würde ich dir empfehlen, das ESP auszumachen. Vielleicht ist es immer noch frei. Ja, okay. Hat mal einfach den Vorteil. Ich mach das mal kurz für dich. Genau, vielen Dank. Du musst mir sagen, wenn es leuchtet, leuchtet. Ja. Das Spaßsymbol. Genau. Und dann kann man auch noch den Sportknopf drücken. Das ist einfach nur eine andere Gaspedalkennlinie. Okay. Hat der 3 Liter SI ab Werk, sowohl im Roadster als auch im Coupé. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht sogar jeder Z4 hat. Okay. Könnte auch sein, ja. Alles klar. Du hast gehört, das ESP ist hier sehr bemutternd abgestimmt, sage ich mal. Ne? Manche nennen es feinfühlig. Ich würde es eher bemuttert nennen. Das Problem ist einfach, ich fahre eine Kurve flott an, habe noch keinen Schlupf, zumindest kann ich keinen fühlen und es regelt mir schon rein. Ja. Was auch dazu führt, manchmal regelt es sogar auch blind. Okay. Also blind bedeutet, es leuchtet keine Lampe oder so, aber in der Kurve, wenn das Regelsystem an ist, merkt man einfach, dass plötzlich so irgendwie die ganze Fuhre nicht so will, wie man möchte. Und
Deshalb fahre ich den hier ganz gern mit deaktivierten Regelsystemen, vor allem wenn es sportlicher geht. Ja. Also Autobahn oder Alltag, Landstraße, gar kein Thema. Ja. Wobei, ja, wie man auch hört an der Geräuschkulisse, Alltag ist nimmer so sein Thema. Die Anfahrt und Rückfahrt funktioniert ganz gut. Ja, da kriegen wir das am Ende. Hat Klimaanlage noch drin. Hier habe ich die Möglichkeit, Handy zu befestigen, aber die Kapelle ist unter der Haube. Ja, auf jeden Fall. Über Fahrdynamik aber gesprochen. Jo. So dann die ersten Fahrradfahrer, und wir mal ganz vorsichtig rumfahren. Ihre Dynamik. Der Fahrdynamik zuträglich ist ja auch das Differential, ne? Weil serienmäßig ist hier kein Sperrdifferential verbaut. Genau. Du hast ein Torsendifferential verbaut. Genau. Richtig? Hersteller ja. M-Factory. Kommt irgendwo aus den Staaten, vielleicht auch aus China. Also ich denke mal produziert in China. Ja. Aber recht hochwertig produziert. Okay. Also ich bin sehr zufrieden damit. Es erfüllt seinen Zweck. Ja. Dafür wurde es eingebaut, um einfach keinen Schlupf zu haben. Gerade hier in der Eifel auf der Nordschleife kann ich wirklich gar kein Durchdrehen der Räder feststellen. Ja. Also es sei denn, ich zwinge das Auto dazu. Also du bist mit deinem Kauf des Differentials zufrieden? Definitiv, ja. Also weil meistens ist es ja so, dass ein Sperrdifferential das ganze Auto ruhiger macht eigentlich und runder, also ne, von der Balance her. Ne? Und irgendwie vor allen Dingen halt auch beherrschbarer. Das ist richtig. Also ich hatte schon mal ein baugleiches Fahrzeug, daher kannte ich das, wie sich so ein serienmäßiges fährt und wusste einfach, okay, hier kommt definitiv eine Sperre rein. Ja, dass der Umbau so umfangreich wird, dann gleich im ersten Winter, das war eigentlich nicht geplant, aber dann hat man angefangen mit der Bremsanlage, dann macht man gleich noch die Bremskühlung rein und so kommt das eine zum anderen. Von Höckchen auf Stöckchen. Und so ist es. Und auf einmal hat er einen großen Carbonflügel hinten drauf. Genau. Viele werden sich wahrscheinlich fragen, so, hey, das Fahrwerk passt ja nicht wirklich dazu, STXTA, warum verbaut ihr viel teures Material und dann günstiges Fahrwerk? Ja. Ich kann nur sagen, ich bin kein Profifahrer, ich komme mit dem Fahrwerk super zurecht. Ja. Ich kann nicht beurteilen, in wie viel vielleicht ein Clubsportfahrwerk besser wäre oder gar ein Competition oder Intrax oder was es alles gibt. Für mich war das eine günstige Variante, die auch schnell verfügbar war. Und ich bin so überzeugt von dem Fahrwerk. Also ich kann mich jetzt wirklich gar nicht beschweren. Das Fahrwerk oder das Fahrzeug an sich funktioniert so wunderbar. Ja. Gerade hier auf der Nordschleife. War ich bei für dich gut anfühlt dann, ne? Ja, richtig. Für die Zuschauer, die hier auch ab und zu mal in der Eifel sind, kann man es ja vielleicht mal dazu sagen, vielleicht ganz interessant. Also mit dem Fahrzeug kann ich habe etwa 100 Runden auf der Nordschleife insgesamt auf meinem Konto, kann ich ohne Probleme bei etwas milderem Verkehr, bei so einem DSK Track Day war das, eine Zeit fahren im Bereich von knapp unter 8 Minuten, was ich sehr amtlich finde, was auch gar nicht so mein Anspruch war. Nachdem mein letztes Fahrzeug leider auf der Nordschleife verendet ist, habe ich mir den als Kompromiss eher über den Winter aufgebaut und bin begeistert davon, wie gut das Auto funktioniert. Ja, das ist doch ein super Kompromiss. Also viel besser kann ein Kompromiss doch gar nicht sein, oder? Meine Erwartungshaltung war eher so, wäre schön, wenn er auch unter 9 Minuten fährt, der Koffer. Dass jetzt so ein Ergebnis bei rumkam, finde ich selbst mega, klasse. Mega. Weil eigentlich meine Erwartung übertroffen wurde. Ja. Ich bin jetzt schon an dem Punkt, wo ich sage, das Fahrzeug funktioniert so mega gut, dass ich vielleicht schon fast an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, geradeaus längsdynamisch dürfte noch mehr sein. Der Motor ist wunderbar, finde ich. Das ist so der nette Kompromiss zwischen einem reinrassigen Rennmotor, also einem M-Motor und einem normalen Straßenmotor.
ja, die Vorzüge hat man vorher von außen schon angesprochen. Ich finde einfach das Drehmoment sehr gut. Dadurch lässt sich das Fahrzeug gut auch mal im größeren Gang aus der Kurve bewegen und man ist nicht die ganze Zeit nur am Rumrühren im Getriebe. Ja, kriegt dadurch auch keine Unruhe mehr ins Fahrzeug und so, ja. Also wir haben jetzt noch nicht wirklich Gas gegeben, machen wir gleich mal vielleicht ein bisschen mehr ausdrehen. Aber er fühlt sich ja, schon kraftvoll auch unten raus an. Ne? Ja. Und das ist ja auch genau das, was wir schon vorhin angesprochen haben, dass das Drehmoment da unten schon echt anliegt. Ne? Ja, richtig. Was natürlich für das Auto ausspricht, gerade wenn man in Richtung Tracktool sich was aufbauen möchte. Der Vorteil ist, es ist alles fast E46-Technik, quasi komplett, was Achse und so angeht. Querlenker, Vorderachse mit ihren Nachteilen, da, dass die gern mal hinten die Hydrolager ausschlagen. Ja. Kann man aber dann einfach schön die Teile auch kaufen vom E46 und hier einbauen, ohne jetzt irgendwie basteln zu müssen. Ja. Da sparen natürlich Geld, ne? Da sparen einfach spart Geld. Genau. Was halt auch einfach immer Geld spart, ja genau, es ist verfügbar, ne? Sparen Nerven und Geld. Aber es ist ja generell so, ein AG-Auto ist einfach das günstige Auto im Vergleich zum M-Modell. Ne? Richtig. Und, aber, also, ja klar, der Motor hat nicht die gleiche Emotionalität wie ein S54. Ohne Zweifel. Ja, aber er schlägt halt auch nicht so große Löcher im Portemonnaie. Und ja, das ist dann schon, ich finde, ein sehr schöner, guter, ausgewogener Kompromiss, ne? Genau. Den Antrieb anbelangt. Also, und was vielleicht auch noch für dieses Fahrzeug spricht, wenn jemand mit so einem Aufbau irgendwie liebäugelt. Es ist auch so, dass bei dem die Hinterachse eigentlich keine Probleme macht oder nicht dafür bekannt ist. Die ist anders aufgebaut als beim E46 oder auch beim E36. Ja. Ist ja das Problem sogar schon angekommen, sage ich mal, weil die Fahrzeuge jetzt halt einfach langsam älter werden. Ja. Und man hat hier dieses Thema, gibt es eigentlich nicht. Also sowohl beim M als auch beim 3-Liter SI, das sind ja die einzigen Motorisierungen, die es gab. Ja, ich finde, es ist eigentlich ein schöner Kompromiss, auch ohne ein M zu sein. Ja. Den Anspruch hat das Fahrzeug auch nicht. Nee. Auch schon preislich nicht. Also liegt hier in der Größenordnung Investment, also ich gehe jetzt mal davon aus, günstiges Basisfahrzeug, etwa 10.000 bis 12.000, 13.000 Euro. Das geht wirklich, ne? Für ein Auto, das nicht mehr Wert verlieren wird. Das glaube ich einfach nicht. Fahrzeug, wie gesagt, 10 bis 13 Investment, wenn man jetzt so vergleichbar mit meinem aufbaut und selbst keine zwei linke Hände hat, landet man irgendwo knapp 120.000 Euro und hat ein Fahrzeug, was selbst mit einem minder talentierten Fahrer in der Lage dazu ist, unter 8 Minuten zu fahren auf der Nordschleife. Das ist schön einfach. Ne? Schön, dass es solche Autos gibt. Auch noch zu so einem Kurs, weil im Moment viele Autos gehen ja wirklich durch die Decke preislich. Ne? Richtig, also. Querbeet, alle Hersteller teilweise. Irgendwann. Für mich stand da letztes Jahr, als mein letztes Auto quasi mit dem Motorschaden leider liegen geblieben ist, stand auch zur Debatte, okay, baue ich das neue auf, starte ich ein anderes Projekt. Ja. Wie gesagt, Z4 kannte ich schon, wusste ich, funktioniert und wie es funktioniert. Da war einfach für mich die Entscheidung dann relativ schnell gefallen, weil die Liebäugelei, nenne ich es mal, mit einem M-Modell, also zum Beispiel M3, hat sich bei mir schnell erledigt gehabt, als ich einfach gesehen habe, okay, der Markt gibt nicht das her, was ich mir wünsche. Ja. Sprich, wenn ich einen M3, nehme auch eine E46 von mir aus, nehme als Vergleich zu dem, ich behaupte, er ist nicht viel schneller, weil er doch deutlich schwerer nochmal ist, auch größer. Und er ist teurer in alle Belangen. Sprich, ich habe halt diese M-Teile, diese M-Problematik und in der Anschaffung bin ich halt, wie ich es drehe und wende, wenn ich eine halbwegs vernünftige Basis suche, heutzutage bei 20.000, 25.000 Euro. Und dann fange ich ja mit den genau gleichen Umbauten an, die ich hier auch gemacht habe. Oder sag vielleicht dann sogar, okay, ein M-Fahrzeug rechtfertigt dann auch ein teureres Fahrwerk noch mehr. Und dann kommt das eine zum anderen und die Ausgaben, Also ich muss sagen, also einmal geht das Gas. Also, er geht gut, ne? Er geht unten raus sehr gut. Es ist eine sehr lineare Leistungsentfaltung, finde ich. Genau. Subjektiv fehlt einem dadurch vielleicht dieser Kick irgendwo so im Verlauf, im Leistungsverlauf, in der Leistungsentfaltung. Aber es ist schon zügig, ne? Also, es ist schon wirklich zügig. Definitiv. Und es macht das ganze Auto gut beherrschbar. Und ich glaube, gut beherrschbar ist auch hier so ein bisschen
das Stichwort, das Auto fühlt sich sehr kompakt an. Wir sind letztes Mal ein MX-5 gefahren zum Beispiel, der fühlt sich auch sehr kompakt an. Und ja, so vom Gefühl her ist das schon vergleichbar von dem Gefühl der Kompaktheit. Ne? Kommt sicherlich auch dazu. Kommt sicherlich auch dazu, sorry, dass ich hier ins Wort gefallen bin, dass wir hier einfach auch von einem geringen Gewicht sprechen. Ja, behaupte, also so mit uns beiden besetzt sollten wir jetzt irgendwo im Bereich von eventuell 1400 Kilo sein. Ja. Ja, wenn ich alleine drin sitze und ich bin jetzt nicht der Schlankstelle, ja, wie man das sehen kann, wenn ich alleine drin sitze, dann bin ich mit vollem Tank so bei etwa 1350 Kilo, okay, 1360 Kilo. Merkt man. Liegt schön, fährt schön durch die Kurve, lenkt schön ein, ja, vermittelt viel Vertrauen, finde ich. Mehr als ich gedacht hätte, weil, na gut, wir fahren ja nicht schnell, klar, sage ich jedes Mal, aber so. Ja. Deswegen kann man begrenzt was sagen, aber ich bin mal, also das ZCM-Coupé, wie gesagt, von meinem Kollegen gefahren und das war, das hat sich deutlich wilder angefühlt, das Auto. Angenehmes Handling bei dem Tempo hier. Und die Lenkung, muss ich sagen, finde ich besser, als ich sie von dem anderen Auto in Erinnerung habe. Dem Roadster, 3 Liter Roadster. Also, ich finde sie jetzt nicht so tot. Bei dem anderen Auto fand ich sie nämlich echt sehr, sehr, ja, taub, tot, ja, irgendwie. Das ist, finde ich, hier nicht so. Jetzt ist hier Full House. Wir sind eine Woche vor dem 24-Stunden-Rennen. Die ganzen Camper rücken an. Jo. Ja, also ich finde den ERP-Shifter gut, auch nochmal besser als, bin den mal in einem E36 gefahren, mhm, da fand ich ihn nicht so schön, nicht ganz so schön präzise wie hier, okay, finde ich hier besser, kann natürlich aber auch am Rest des Getriebes liegen, ne? Könnte also, das sein, ist klar, ja, das ist, muss nicht nur der Shifter sein. Ja, Lenkung auch besser als ich gedacht hätte, Motor, ja, also dreht schön aus und so, ist jetzt nicht der Punch, genau, ja, ne? Aber ja, und er hört sich gut an, einfach, ne? Und Kulisse ist super, ja, wichtig. Die machen wir aus. Schönes Auto hast du, wirklich ein sehr schönes Auto. Und ich kann mir vorstellen, dass du damit auf der Strecke super viel Spaß hast. Habe ich definitiv, ja. Was ich nämlich noch fragen wollte, was würdet ihr denn nehmen, wenn ihr auch die Preise oder die Kohle, die dahinter steckt, so ein bisschen im Auge behalten müsstet? Würdet ihr euch für ein Z4 Coupé von der BMW AG entscheiden oder würdet ihr das M-Coupé nehmen? Das würde ich nämlich gerne mal von euch wissen. Ich bin selber nämlich etwas uneins. So, wofür du dich entschieden hast, wissen wir. Jo. Gehst du noch mal rein, Schräge? Ja. Alles klar, dann wünsche ich dir damit viel Erfolg. Danke, dass ich dein Auto fahren durfte. Danke dir, und, David. Und viel Spaß. War mir eine Freude. Mir auch. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.